Bald ist schon wieder der 6. Dezember und dann kommt der Samichlaus. Egal, ob du das Kind an ihn geglaubt hast oder nicht, er hat seinen festen Platz im Kalender. Samichlaus ist übrigens der Schweizer Begriff für Nikolaus. Wir wollen dem heute tiefer auf die Spur gehen und herausfinden, ob es ihn wirklich gegeben hat, warum der 6. Dezember sein Gedenktag ist und warum der Nikolaus heilig gesprochen wurde. Der Samichlaus im Prüfstand von So geht katholisch. Der Samichlaus bzw. der Nikolaus gab es wirklich. Er war Bischof von Myra, heute Demre, eine Stadt in der Türkei. Der Bischof Nikolaus lebte Ende des 4. Jahrhunderts. Woher wissen wir denn, dass es ihn wirklich gab? Überlieferte Reliquien geben einen Hinweis darauf. In den 1950er Jahren wurde an diesen Reliquien eine wissenschaftliche Untersuchung durchgeführt. So stellten die Wissenschaftler unter anderem fest, dass der heilige Sankt Nikolaus 72 bis 80 Jahre alt wurde und ca. 1,67 Meter groß war. Der Bischof litt vermutlich unter schwerer chronischer Arthritis und an chronischen Kopfschmerzen. Aber warum wurde der heilige Nikolaus denn heilig gesprochen? Es ranken sich viele Legenden um den Bischof von Myra. Zum einen soll er junge Frauen vor der Prostitution und zum anderen die Menschen in Myra vor einer Hungersnot bewahrt haben. Des Weiteren gilt er als Schutzpatron der Seeleute, weil er ein in Seenot geratenes Schiff und seine Mannschaft rettete, indem er ihnen erschien. Auch soll er sein ererbtes Vermögen unter den Armen verteilt haben. In der orthodoxen Kirche gilt er als einer der wichtigsten Heiligen. Der 6. Dezember ist der Gedenktag des heiligen Nikolaus und mit vielen Bräuchen verbunden. Beispielsweise gab es in mittelalterlichen Klosterschulen den Brauch, dass die Kinder sich am Nikolaustag einen Kinderbischof aus ihren Reihen wählen durften. Wie in einer verkehrten Welt predigte der Kinderbischof den Erwachsenen und durfte ihr Verhalten tadeln. Grundsätzlich verkleidet sich jedoch ein Erwachsener als Samichlaus und beschenkt und lobt die guten Kinder, während er die Bösen durch Schläge mit einer Birkenrute bestraft. Welche Kinder im letzten Jahr gut und welche böse waren, liest er in seinem goldenen Buch. Wegen der Ablehnung der Heiligenverehrung durch die Reformation wurde die Bescherung in vielen Ländern auf Weihnachten verlegt. Und so wurde Nikolaus als Gabenbringer mancherorts vom Christkind abgelöst. Ab dem 17. Jahrhundert bekommt er einen Begleiter zur Seite gestellt. In der Schweiz ist das Schmutzli. Er ist nun dafür verantwortlich, die Kinder zu tadeln. In der USA hat sich im 19. Jahrhundert der Brauch des Nikolaus noch weiterentwickelt. Der Weihnachtsmann Santa Claus bringt die Geschenke nun nicht am 6. Dezember, sondern an Weihnachten. Wusstest du, dass das Bild vom weißen, dicken Mann im roten Kostüm von Coca-Cola entwickelt wurde? Was denkst du über den Nikolaus? Fühlt er dir die Socken am Kamin oder den Stiefel vor der Tür? Was kennst du für Samichlaus-Bräuche? Schreib uns in die Kommentarspalte, like dieses Video, wenn es dir gefallen hat und abonniere unseren Kanal und nicht vergessen, Glocke aktivieren, damit du keine Inhalte mehr verpasst.